Ein recht herzliches Willkommen zurück in Silent Hill bei Silent Hill 2 Remake von Bloober Team. Wir sind immer noch im Silent Hill Historical Society Gebäude angekommen, das letzte Mal. Tja, und jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Wir haben eine Kaffeemaschine und da ist ein Teebeutel. Alles auch sehr oldschoolig hier mit diesen Röhren. Röhrenbildschirm. Alten Computer. Sehr, sehr oldschoolig. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann Silent Hill 2 zeitlich spielt. In welchem Jahr. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wahrscheinlich irgendwann der Anfang der 2000er, 90er ist. Irgendwas um den Dreh. Da können wir nicht rein, das ist zu. Da ist was drin, das brauchen wir. Ein Foto. Die neue Uhr, New Clock. 17. Den Zahn auf der Rückseite habe ich noch gar nicht gesehen. Das letzte Mal ist aufgefallen, beziehungsweise dass ich die Bilder auch mal umgedreht habe. Little Baroness. The Maiden Voyage of 1916. Little Baroness, die Jungfernfahrt von 1916. Die Herrin des Lichts. Enthüllung einer der beiden Statuen zum Gedenken an das einheimische Volksmärchen. Ein Bild von einem Raum. Hier in der Mitte hängt wohl das bekannteste Bild. Oh ja. Ah, das Bild würde ich mir auch gerne zu Hause aufhängen, ganz ehrlich, ich finde das so geil. Er ist ja auch ein Teil von dem Bild auf meinem Arm tätowiert. Misty Day, Remains of the Judgment. Nebliger Tag, Nachlass des Urteils. So, hier haben wir auch noch ein Bild. Title unknown, Autor unknown. Titel unbekannt, Autor unbekannt. Uferlandschaft. Alan Smiths Geburts- und Todesdaten unbekannt. Ein Gemälde des örtlichen der örtlichen Landschaft. Der Stil lässt darauf schließen, dass es um 1820 entstand, als die Region noch dünner besiedelt war und kaum Infrastruktur besaß. Ja, aber das Bild fehlt. Weg. Ja. Vielleicht müssen wir das auch finden und dahin hängen. Ich weiß es nicht. Die Gründer des Geschichtsvereins Silent Hill. Kennt man halt null. Alle Gesichter verblasst. Zu den regionalen Legenden gehört auch die Sage von der Herrin des Lichts. Sie erzählt von einer Frau, die der Hexerei angeklagt und für schuldig befunden wurde. Zur Strafe wurde sie auf eine kleine Insel im See verbannt. Ein winziges Stück felsigen Bodens, auf dem es weder Essen noch Schutz gab. Dort sollte sie einen langsamen, qualvollen Tod erleiden, während ihr Körper der Kälte und dem Hunger erlag. Doch was die Dorfbewohner nicht wussten, war, dass sich unter ihnen ein junger Mann befand, der sich unsterblich in die Frau, deren Augen so hell und schön waren wie der Mitsommermond, verliebt hatte. Als sie verurteilt wurde, zu Unrecht, wie er glaubte, schwor er, sie von ihrem grausamen Schicksal zu retten. Jede Nacht schlich er sich hinaus und ruderte über den See, um seine Geliebten Essen zu bringen und sie warm zu halten, während er auf eine Gelegenheit wartete, mit ihr zu fliehen. Und jede Nacht stand die Frau mit einer brennenden Kerze in der Hand am Ufer, um ihm zu helfen, seinen Weg zu finden. Eines Nachts, als der Himmel besonders klar und kein einziges Wölkchen zu sehen war, brach der junge Mann erneut zu seiner nächtlichen Reise auf. Wie immer blickte er in die Ferne auf der Suche nach dem Licht in der Dunkelheit, das ihm zu seiner Geliebten führen würde. In dieser Nacht aber schien der Mond so hell und so strahlend, dass keine Kerze ihn überstrahlen konnte. Die Spiegelung des Mondes im Wasser führte den jungen Mann schließlich in die Irre. Er ruderte und ruderte, folgte dem gespiegelten Licht und hoffte inständig, dass er die Insel bald erreichen würde. Er beachtete weder seine schmerzende Arme noch die Atemnot, denn er war völlig fasziniert von dem trügerischen Schein. Als er im Boot kenterte, war der Mann so erschöpft
vom Rudern und seine Arme waren so kraftlos, dass er nicht mehr ans Ufer schwimmen konnte. Und so sank er in sein gewässriges Grab. Die Frau auf der Insel wartete vergebens, doch sie verlor nicht die Hoffnung. Jede Nacht kam sie wieder zum Strand und zündete die Kerze an. Die Legende besagt, dass all jene, die auf der Suche nach der wahren Liebe sind, das Licht der Frau, das ihren Geliebten nach Hause leitete, noch immer auf dem See erkennen können. Die Geschichte ist zwar als Metapher und als Mahnung zu verstehen, aber in gewisser Weise ist sie auch in der Realität verwurzelt. In der Tat gab es in der Region immer wieder religiöse Verfolgungen, wie zum Beispiel. Da hört der Text einfach auf. Ah ja, auch eine Hommage an Silent Hill 2 Original. Wo man einfach weiter in die Tiefe springt. Immer tiefer, immer tiefer. Name durchgestrichen und unleserlich. Ehemaliger Direktor des Krankenhauses Brookhaven. Krankenhaus Brookhaven, 1880. Das Krankenhaus wurde als Antwort auf eine große Seuche gebaut, die auf eine Einwanderungswelle in diese Gegend folgte. Ursprünglich war es wenig mehr als eine Hütte, aber mittlerweile ist es zu einer vollwertigen medizinischen Einrichtung ausgebaut worden. Ja, haben wir ja festgestellt. Kohlegrube Wilze. Die Mine wurde 1850 eröffnet und war bis in die frühen 1900er Jahre in Betrieb. Sie spiegelt eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung von Silent Hill. So. Ja, jetzt haben wir nur ein paar historische Fakten über Silent Hill mitnehmen können, bevor wir uns jetzt hier auf den Weg runter machen. Einfach runter in die Tiefe des Ganges, der Verzweiflung und des Todes. Der nächste Abschnitt, der uns jetzt hier erwartet im Silent Hill, sind natürlich die Sewers. Kein Silent Hill ohne tiefe, unbehagliche Kanalisationslevel. Wie tief auch dieser Gang ist, ey. Weiß nicht, im Original war der auch, glaube ich, sehr, sehr lang. Man dachte auch, man kommt überhaupt nicht mal irgendwann unten an, aber dann gab es irgendwann eine Tür. Weil ich dachte damals auch, als ich das erste Mal gespielt habe, von wegen so, ja komm, das kann doch jetzt nicht sein. Da muss doch irgendwie, das ist doch ein Loop, oder? 11. September 1820, ach nee, Quatsch, in den Sewers. Das Gefängnis, Entschuldigung. Gefängnis sind wir jetzt, ja. 11. September 1820, Häftling Nummer C221. Genau, das Gefängnis. Und hier im Gefängnis erwartet uns dann auch der nächste Bossfight. Das Gefängnis war auch leider echt sehr verwirrend im Original. Ich finde aber, das Gefängnis ist nicht so groß, wie es den Anschein hat. Also ich finde es noch relativ übersichtlich. Hier im Gefängnis finden wir dann auch den Raum, wo Pyramid Head sein Zeug aufbewahrt. Wir haben noch keine Karte, aber ich guck nochmal, ob hier direkt eine Karte irgendwo an der Wand hängt oder so. Natürlich loot hier, um eine Karte rumzulaufen. Dann frage ich mich ja, wo zum Henker bin ich. Als ich es nochmal im Stream gespielt habe, habe ich die Karte auch vergessen. Bis ich sie dann endlich gefunden hatte. So richtig, richtig dumm. Okay, hier geht's nicht weiter. Und wohl hier. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Und hier im, sag schon, hier im Gefängnis, gibt's dann auch das
Rätsel mit den Gehängten, wer zu Recht verurteilt wurde und zu Unrecht. Und ich hasse dieses Rätsel jedes Mal aufs Neue. Tod durch Aufspießen, eine Hinrichtung im Gefängnis. Tod durch Aufspießen oder Erdrosselung. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Klingt zwar ein bisschen makaber, finde ich aber ganz gut. Den Gefangenen, wenn sie eh hingerichtet werden, zu wählen, wie sie sterben wollen. Gefangenenlager Toluca. Das 1862 errichtete Lager wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs zur Unterbringung von Gefangenen genutzt. Im Jahre 1866 wurde es zum Gefängnis Toluca umgebaut. Jupp. Und jetzt sind wir in diesem Gefängnis. Ja, und die Tür habt ihr eben gesehen auf dem Bild, ne? Die müssen wir jetzt runter. Springen. Ja, und jetzt sind wir quasi im Brunnen, wenn man so möchte, und hier gibt es verschiedene Wände. Okay. Wand Nummer 1 ist leer. Muss die richtige finden. Dahinter verbirgt sich dann eine Tür, dann kommen wir weiter. Wand Nummer 2 ist auch leer. Im Original muss man da irgendwie voll lange suchen, bis man endlich die Tür findet. Beziehungsweise den Brick in the Wall, wo man dann durch kann. Okay, jetzt ist hier alles voll mit Wasser. Was ist im Wasser? Du bist tot. Du bleibst es auch. So. Hier können wir durch, hier auch. Schlüssel mit Spiraltext. Oh, scheiße, das ist der Raum. Eigentlich sind dann im Original überall Käfer. Aber man kann sie nicht. Also man kommt hier irgendwie nicht raus. Ohne den Code. Wenn man es falsch macht, kriegt man Schaden. Wo ist er? Ich sehe nicht. Da der Mann. Eigentlich ergibt das Blut irgendwie eine Bedeutung, aber ich glaube, die Spritzer des Bluts sind irgendwie entscheidend oder so. Verkacke. Ich meine, die Käfer kann man umbringen. Zumindest kann ich mich wehren. Aber ja, wenn du es öfters verkackst und die Käfer dich treffen, dann Blut. Okay, ich werde das Ganze mal offscreen machen. Bis gleich. Ich habe den gleichen Fehler gemacht wie im Original. Nicht die blutigen Tasten muss man drücken, sondern die sauberen. Ich trinke nochmal einen Schluck. And it's open. So, ich guck mal, ob hier noch was ist. Nö, die Tür ist zu. Was haben wir hier an das Ende des Ganges noch? Hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Einfach immer weiter runter in die Hölle.
Bring James. Ah, genau, jetzt sind wir in diesem, ich sag mal so, in der Kantine vom Gefängnis. Da landet man auch, wenn man das zweite Mal runterspringt. Ah, jetzt haben wir den Kampf gegen Eddie. Just put the gun to their head and pow. Eddie? Oh, hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. He just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah. I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Yeah, I mean, hey, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't... You can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Und weg ist er. Natürlich hat Eddie gelogen, also ich gehe jetzt zu 99,9% aus, dass er ihn umgebracht hat. Aber jeder wird in Silent Hill mit seinem persönlichen Dämon konfrontiert, vor allem James. In Form von Pyramid Head. So, und jetzt sind wir in einem etwas größeren Bereich. Jetzt wüsste ich einfach mal gerne, wo ich die Karte herbekomme. Da hängt sie, glaube ich, irgendwo. Hoffentlich. Gewehrkugeln, yes. Und da ist das Gewehr. Und ich komme nicht dran. Super. Das brauchen wir aber. Für unser weiteres Vorgehen ist es dringend vonnöten, dass wir das Gewehr mitnehmen. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Er hatte den Schlüssel zum Schrank. Also müssen wir davon ausgehen, dass einer der Gefangenen ihn in die Hände bekommen hat. Hol den Ersatzschlüssel aus der Zeugenkontrolle und sichere das Gewehr, bevor es in die falschen Hände gerät. Okay. James kann sich nichts auf der Karte markieren, weil er nichts hat. Guck mal, die Masken. Creepy as fuck. Da haben wir die Karte. Hervorragend. Gefängnis zu Luca. Gut, nehmen wir mit. War ich dann hier nochmal? Oh boy. Gefängnis, ey.
Wie gesagt, der Gefängnisabschnitt ist nicht so lang. Aber er ist auch wieder vollgestopft mit Gegnern. Aber wir gucken mal. Was zum Teufel? Können klettern? Seit wann können die das? Okay, der Strom ist nur sekundär, nicht temporär aktiv. Alter, die ganzen Foltersachen hier, ne? Übelst. Kanzel. Beziehungsweise Betsraum. So, hier haben wir noch Zeug. Lesen. Die Häftlinge spüren keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigsten unter ihnen versuchen, sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig, wie die Sünder, die sie sind. Denn ganz gleich, wie verdorben und abscheulich ihr Leben auch sein mag, ihre menschliche Natur lebt weiter. Amen. Okay, da ist noch was. Eine Injektion. Und das war's hier drin, glaube ich. Gut. Haben wir das auch schon abgehakt. Oh. Da haben wir ein Gewicht. Schweres Gewicht. Oh, what the fuck? Ah, na, großartig. Schon wieder. Der Gebetsraum hat geschlossen. Hab ich über 100 Schuss? What the fuck, Alter? Wo habe ich so viel Munition her? Das ist ja wunderbar. Bin ich gut? Okay. Ein weiteres Gemälde. Ja, das Gewicht brauchen wir anscheinend später noch für ein Rätsel. Okay. Gut, Bruder. Mist, das ist zu. Gut, was sagt die Karte denn? Da ist verschlossen. Kapelle war ich schon. Der Kristall. So, jetzt müssen wir in den Trakt. Okay. Ich glaube, im Original war es so, dass James die Karte vom Gefängnis selbst gezeichnet hat. Oder liege ich da falsch? Ah ne, ich glaube später vom Hotel ist es. Wo ist der Gegner nur hin? Bullenkopf. Geh mal hier lang. Alter, widerliche Kackscheiße. Stirb endlich. Bäh. Ich hab dich gesehen. Und da raus. James, was machst du? Manchmal ist es für James unglaublich schwer, einen Gegner am Boden zu treffen. Okay, was auch immer das jetzt gebracht hat. Ich hab einen Shortcut. Ich kann jetzt aber von der einen auf die andere Seite klettern. Oder kriechen, besser gesagt. Okay, da haben wir Eber.
eingeschlossen auf der anderen Seite. Ah, hier kann ich in die andere Zelle. Oh Gott. Ist ausweichen. Was tot? Okay, passt schon. Erzähl es mal zum Stromschalter zu rennen, das macht halt auch wenig Sinn. Ich meine, dass der Gang hier erhellt, aber... Oh, passt ja schon, ich habe ja eine Lampe. Und so sehe ich die Gegner halt besser, aber was soll's. Hier ist es dunkel. Da ist eine Schlange. Ja, eine Schlangentür. Ja, komm, mach's an. Nimm's mit. Besser so, als dass er mich irgendwie grabbt oder sowas. Weil die Zelle, die ist so eng. Jetzt irgendwie hier Fight mit ihm aufnehmen, Nahkampf. Keine gute Idee. Ah, die Tafel ist aus dem Original. Silent Hill 2, die wir hier rechts sehen. Bilder weiß ich gar nicht so wirklich, aber die Tafel auf jeden Fall. Die sind wichtig. Richtig und wichtig. Okay, der Zelle hier ist nichts. Die können wir nicht öffnen. Okay, mal blöd gefragt. Was jetzt? Muss in den Hof, glaube ich. Und das hier geht's nicht weiter. Hier draußen können wir nochmal speichern, das mache ich gerade. Wunderbar. So. Ein ziemlich großer Bereich, aber hier ist eigentlich nichts. Bis auf das hier in der Mitte. Im Silent Hill 2 Original war das so ein Richtblock. Ich weiß nicht, das haben sie jetzt hier auch irgendwie geändert. Das ist so eine Statue. Hier kann man das Gewicht drauflegen. Okay. Schweres Gewicht. Schlange hat sich geöffnet. Ist hier was? Wir haben nämlich die Waffe gezogen. Es ist halt dunkel, man sieht halt nichts. Keine Objekte, da fehlt was. Da, die zwei Pyramid Heads. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils.
Wähl unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht. Du bist nur ihr Richter. Nun ihr Richter. Was kriege ich denn hier rum? Okay, die. Da stehen Zahlen dran. Okay. Gehen wir erstmal zurück. Gucken wir, ob die Schlangentür sich jetzt geöffnet hat. Schuld und Sühne. Wo war die eigentlich nochmal? Also ich stelle es doch markiert, kopflose Schlange. Was ist hier denn hin? Hier geht's tiefer. Da gucken wir erstmal, ob die Tür begehbar ist. Ja. Die ist offen. Perfekt. Wahrscheinlich finden wir da noch andere Gewichte, die wir dann nutzen müssen, um die anderen Türen... Alter, wie so eine Spinne, ne? Bäh. Bord, du Lurch. Jetzt rein oder was ist hier los? Oh Gott. Zur Erinnerung an alle Wachen. Ab sofort ist es für alle verpflichtend, das überarbeitete Wartungshandbuch der Generatoren zu lesen. Wir alle wissen, was das letzte Mal passiert ist. Als es eine Stromspitze gab, obwohl die meisten von uns das am liebsten vergessen würden. Es wird keinen weiteren Vorfall geben. Okay. Ich glaube, der Gegner fürchtet das Licht. Deswegen ist auch dieser Schalter hier. Hab ihn tot gemacht. Reagiert. Achso, ist zu. Ah, da ist der Gegner drin. Kann ich mir ansehen. Toll, nicht? Fantastisch. What the fuck? Das sind im Prinzip die gleichen Gegner, nur sie krabbeln jetzt. Komm, ich hab so viel Munition. Scheiß drauf. Töte sie einfach. Er ist weg. Das Licht ist halt ganz gut, um die Gegner zu sehen, aber es hält sie trotzdem nicht davon ab, mich anzugreifen. Erstmal looten, haben wir hier. Pistolenkugeln, drei Stück. Die ist zu. Wo bin ich denn jetzt? Alter, wo? Zeugenraum. Todeskammer. Damen und Herren. Gefängnis Zuluka, erster Schlangenbereich. Ich finde es aber witzig, dass die den, dass die das Gefängnis quasi unterteilt haben durch diese Türen. Dass das jetzt quasi einzelne Bereiche sind, durch die man nur durch kann, wenn man dementsprechend die Gewichte auf die Waage legt. Sicherheitsanweisung, Energiestufen, grün, Wartungsstufe zum Testen
vor jedem Gebrauch. Gelb, optimale Stufe für den sicheren Betrieb. Rot, Gefahrenstufe nicht einschalten. Kann zu Stromspitzen und Systemüberlastung führen. Also auf gelb. Wäre ganz gut. Ja, passt doch, oder? Okay. Geht nicht kaputt. What? Kann doch jede Scheibe zerdeppern, aber die nicht. Ah, das ist ein elektrischer Stuhl. Okay, ich glaube, ich verstehe, was von mir verlangt wird. Nun denn. Irgendwas mache ich falsch. Ich komme nicht in den roten Bereich rein, glaube ich. Geht gar nicht. So, ich muss natürlich den Schalter umlegen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Da wir aber auch schon langsam so ein bisschen Richtung Ende der Folge stehen, dann werde ich das mal offscreen machen und melde mich gleich wieder bei euch zurück. Hat geklappt. Einfach so ein bisschen Trial and Error. Ich hatte kein genaues Ziel, keine genaue Anleitung. Aber ich habe ein Gewicht. Das zählt. Haben wir elektrischen Stuhl. Jetzt sind die Gegner Horden hier los. Strom ist natürlich komplett ausgefallen. Aber ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann wieder gehen. Scheiße! Du lebst noch? Unerhört. Muss hier raus. Aber wohin? Scheiße, ich muss komplett da durch. Oh, na großartig. Das noch. Oh, nö! Kicker. Scheiße. Ich hab so viele Heilungen, da kann ich mir auch mal zwischendurch mal wieder was gönnen. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite, ne? Ja. Kacke. Ich muss hier weg. Ja, oh Gott, was war das? Ne, ist zu. Gegen die ganzen Gegner zu kämpfen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Scheiße. Ja, klar. Aber wenn ich jetzt die Gegner nicht kille, bin ich halt gleich tot. Oh Gott!
Das ist ein kompletter Albtraum hier. Ich meine, die wurden jetzt geöffnet. Die ganzen Zellen. Dadurch, dass kein Strom mehr fließt, sind natürlich noch Items hier drin, aber es sind mir halt einfach alles zu viele Gegner. Hier muss ich durch, dann bin ich safe. Aber ich würde dann jetzt noch gerne die anderen Zellen durchsuchen. Ich meine, vielleicht liegt hier noch das eine oder andere zum Mitnehmen. Oh. Schrotkugeln habe ich einige hier. Wo ist er hin? Hinter mir. Wow. Einfach schnell in die. Schnell hier rein. Stirb endlich mal. Hier ist halt absolut nichts. Warum lebst du wieder eigentlich? Ja, natürlich. Was sonst? So ein Arschgesicht, echt. Hab's gehört. Wo? Oh. Ich von den ganzen Gegnern hier weggerannt. Vielleicht ist hier auch noch was. Aber ich hab Angst. Da reinrennt. Okay, bleib tot. War jetzt ein bisschen blöd, weil ich, wie gesagt, wollte eigentlich Munition sparen, aber ganz ehrlich, wenn die ganzen Zellen jetzt offen sind und da noch Items rumliegen, wäre es doch ein bisschen blöd, die liegen zu lassen, weil am Ende gehe ich vielleicht doch mit ein bisschen Plus hier raus, statt dass ich so viel verbraucht habe. Ja, ich habe jetzt nicht mehr über 100 Schuss, aber come on. Dafür habe ich Gewehrkugeln gefunden, einige, plus dann noch Munition für die Schrotflinte. Ich habe jetzt 9 Schuss. Das ist schon einiges. Die Schrotflinte. Und jetzt gehe ich wieder raus. Den letzten Gegner lasse ich mal, wo er ist. Wow. Ja, fuck you, Alter. Wenn der hier durchkommt, dann. Ja. Lass mich mal. Frage ist, in welchem Raum finde ich den Schlüssel für die. Für die Flinte, das ist halt die Frage für das Jagdgewehr. Hinrichtungsbericht DR88, Insasse E662, Alter 23, Geschlecht männlich, Methode elektrischer Stuhl, Zeugen 0. An das medizinische Personal. Bei der Hinrichtung gestern Abend stand der Gefangene, vor dem wir dachten, er wäre behindert, einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Seid bitte sorgsamer, wenn ihr euch die Krankengeschichte der Gefangenen anseht. Das Wachpersonal muss wissen, wie leistungsfähig die Gefangenen sind, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Was soll denn der Lärm auf einmal? Nur weil der Gegner hier nicht durch kann. Weil er auf 4 Beinen rumläuft und nicht auf 2.
Jawohl, der Schlüssel zur Waffenkammer. Leck mich am Arsch. Endlich. Nicht jetzt. Bin gleich raus. Hoffentlich öffnet sich diese Tür da vorne. Das macht mich wahnsinnig. Zu. Zu. Wand. Im Zentrum von Silent Hill liegt die größte Touristenattraktion der Stadt, der Toluca Lake. Doch der malerische, wunderschöne Stausee hat auch eine Schattenseite. Was wie eine typische örtliche Spukgeschichte klingt, ist in dem Fall überraschenderweise wahr. Nach einem schicksalhaften, nebelverhangenen Novembertag im Jahre 1918 stach das Kreuzfahrtschiff Little Baroness in See, ohne jemals zurückzukehren. Die Zeitungsartikel, die über das Ereignis berichteten, enthielten keine Details über das Verschwinden des Schiffs. Trotz intensiver Nachforschung durch die Polizei wurde weder das Schiff noch die Leichen der Passagiere oder der Besatzung jemals gefunden. Vom Jahre 1939 ereignete sich noch ein bizarrerer Vorfall. Viele Seiten wurden herausgerissen. Wer weiß, wie viele Seelen in den Fluten des Toluca Lakes untergingen. Blicken ihre augenlosen, verdammten Schädel hoffnungslos zur Oberfläche? Voller Sehnsucht nach einem einzigen Atemzug oder verlief ihr geheimnisvolles Schicksal ganz anders? We don't know. Ah. Jawohl. Ein anderer Weg, der mich rausführt. Oh, herrlich. Gib Waffe. Now we're talking. Yes. Und yes. So, wir haben alle Schusswaffen im Spiel. Dadurch kann noch nichts mehr schief gehen. Das Jagdgewehr haben wir jetzt auch. Hervorragend. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal raus. Kantine? Augenloser Eber. Kopflose Schlange. Haben wir abgeschlossen. Da nochmal zurückzugehen, lohnt nicht. Wir gehen jetzt raus zur Waage. Packen nochmal Gewicht drauf und gucken nochmal, ob wir jetzt noch die anderen Türen öffnen können, zum Beispiel augenloser Eber. Ja. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Warte mal, wo muss ich da lang? Geht das hier? Ne, da gehe ich zur Kantine. Da muss ich... Falsche Richtung. Das war... Hier entlang. Dann mal hier entlang, dann einmal hier. Scheiße. nein, danke. Hab schon. Da will ich die fürchten, das Licht. Ich weiß nicht, warum man das sonst einschalten sollte. Wie Schuss habe ich denn? 9. Auch nicht gerade wenig. Gut. Ich weiß gar nicht, wo die Tür mit dem Vogel ist. Gar nicht gesehen. Riecht das blutig? Das reicht nicht. Okay, dann gehen wir zum Bullen. Gespeichert habe ich ja gerade schon, deswegen kann man nicht. Gott. War denn die Bullentür? Was? Hornloser Ochse. Haben wir hier schon? Nee, ne? Sind noch nicht hier runtergegangen. Ah, hier! Hab dich.
Nee, hier ist die Tür. Perfekt. Dann wissen wir jetzt auch, wo die andere Tür ist. Ich muss hier entlang. Oh nein. Bitte nett, ey. Lass mich doch in Ruhe. Ich möchte das nicht. Oh Gott, noch mehr. Ah. Scheiße. Erst wenn man das Licht anmacht, sieht man erst, was hier alles rumkreucht und fleucht. Das ist so fremdartig ekelhaft einfach. Da rumkriechen. Bam. Abgeschossen. Tontauben schießen. Passt schon. Mist, die ist zu. Lass mich rein. Oh shit. Oh, Kacke. Ich kann das gerade nicht lesen, weil ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, ich werde angegriffen. Weil dem auch so ist. Weg mit dir. Hier hat man eine gute Übersicht. So, was stand denn hier? Jemand schleicht nachts durch den Zellentrakt. Schon wieder. Wer auch immer das war, muss ich dich daran erinnern, dass wir unseren Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen. Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufseher. Fang mich, wenn du kannst. Catch me if you can. Oh. Okay, da komme ich ja nicht durch. Hier ist auch zu. Hier muss ich lang. Mach doch Licht. Boah, über mir. Schnell hier rein. Es ist falsch zu stehlen, was sie besitzen. Sie sagen, sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt, darf man es nicht stehlen. Aber ich darf nichts besitzen? Darf der Aufseher stehlen? Nein. Er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehlen. Ich werde besitzen. Was? Ja, es ist immer noch recht ekelhaft. Zu ruhig. Hier ist nichts drin. Tür hier auf. Das ist irgendwo in der Dunkelheit. Hier braucht man einen Schlüssel für die Zelle. Auch interessant. Ich habe bisher keine Zelle gefunden, wo man einen Schlüssel für braucht. Beziehungsweise die jetzt abgeschlossen wäre, ohne dass man sie aufkriegt. Sonntag. Morgendlicher Rundgang. Störung gemeldet. C140 schreit. C777 würde ihn verfolgen und behauptet, die Gitterstäbe können ihn nicht aufhalten. Nummer 140
wird ein Beruhigungsmittel verabreicht. Mittagsrundgang. Zelle von C777D5 wurde vorsorglich durchsucht. Es wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass der Gefangene seine Zelle unbeaufsichtigt verlassen hat. Empfehle eine weitere psychiatrische Untersuchung von C140. Nachmittagsrundgang. C140 und C777 sind nicht in ihren Zellen. Alarm ausgelöst. Suche läuft. Neuester Stand. Die Badezimmertür ist von innen versperrt. Es wurden Versuche unternommen, sie zu öffnen. Wir hören nichts von der anderen Seite. Abendrundgang. Okay, hat er sich notiert. Perfekt. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, den Zellenblock D-Schlüssel. Draußen geht der Terror wieder weiter. Aber, liebe Freunde, wir speichern hier an dieser Stelle und wir werden das nächste Mal uns im Gefängnis noch weiter umsehen. Denn wir machen fürs Erste erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Silent Hill 2 Remake von Bluebird Team. Wir begeben uns das nächste Mal durch die anderen Türen noch und anderen Zellen des Toluca Lake Gefängnisses, beziehungsweise Toluca Gefängnisses. Ja, und wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber es bleibt weiterhin spannend und ich bin sehr gespannt, was noch auf uns zukommen wird von den Änderungen, die sie hier im Remake getätigt haben. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Silent Hill 2.